Ja, zum ersten Mal, das zweite Mal, genau. Für mich war es auf jeden Fall schwierig, weil es hat einfach lang gedauert. Wir haben mit dem ersten Album schon so viel gesagt, dass ja, man einfach ein bisschen ausgelaugt war in Sachen Themen und man hatte auch nicht so viel Bock. Also ich hatte vor allem nicht so viel Bock. Wollte erstmal irgendwie so ein bisschen auch was anderes machen, nicht mehr so viel mit Musik zu tun haben. Mich hat das Internet genervt. Ich habe mir nicht mehr angucken wollen, was alles so im Internet abgeht und war eher so drauf, mich zurückzuziehen. Und dann habe ich aber so langsam angefangen, wieder Songs zu schreiben. Und das hat dann aber auch insgesamt so 2 Jahre gedauert. Also eigentlich muss man sagen, dass dieser ganze Entstehungsprozess des Albums ein ganz schöner Struggle war. Beim ersten Album war es noch so, dass ich das alles alleine geschrieben habe, aber da gab es die Band halt auch noch nicht. Ne? Die kam ja erst später dazu. Und jetzt ist es halt so, in der Regel mache ich das Grundgerüst schon noch selbst. Ja, ich setze mich dann immer zu Hause hin, kann man ja heutzutage alles machen, Laptop, ein Interface, Logic oder was auch immer. Und dann geht's halt los und dann spiele ich so ein bisschen demomäßig die Instrumente ein und nehme das Ganze, schicke den anderen das dann halt zu. Und dann gibt es dann halt Daumen hoch oder Daumen runter, meistens. Genau, und dann wird dann später aber noch dran rumgefeilt. Ist aber nicht so, dass wir jetzt hier anfangen, wir treffen uns im Proberaum und jammen mal und gucken mal, was da rauskommt. Da wird nur Scheiße bei rumkommen, glaube ich. Was hauptsächlich an uns liegt. Naja, also die beschissene Situation, ne? Es hat sich ja vieles so in den letzten Jahren ja nicht gerade zum Guten gewendet. Der krasse Rechtsruck, der irgendwie immer stärker wird. Rechts rückt in die Mitte. Rechts und links wird irgendwie komischerweise relativiert und scheint auch irgendwie Anklang in der Gesellschaft zu finden. Es gibt irgendwie, ja, Politiker, die vor ein paar Jahren noch sofort ihren Hut hätten nehmen müssen, wie Maaßen zum Beispiel, ne, oder Seehofer. Aber das ist jetzt okay, wenn die so eine Meinung haben. Und das finde ich halt so übelst gefährlich gerade. Und ja, also ich glaube, momentan sehen wir uns extrem Entwicklungen gegenüberstehen so. Und das hilft auf jeden Fall ungemein, darüber Texte zu schreiben. Und ja, beim neuen Album ist es halt auch so, dass dieses Thema, so dieser Rechtsruck, auch echt ein zentrales Thema geworden ist, leider. Ich sehe da eigentlich keine große Problematik drin. Der Song ist letztendlich nur ein völlig fiktives Szenario. Es ist ja totaler Schwachsinn. Also es geht ja darum, dass die Alexen sich quasi zusammentun, weil sie sich angegriffen fühlen, weil alle auf ihr rumhacken und sie auf ihr rumkommandieren. Und dann tun sie sich Terminator-mäßig so zusammen und sorgen dafür, dass die Menschheit untergeht. So, das ist halt einfach nur eine dumme Story, nichts weiter. So, ne? Ich fand es aber halt einfach lustig, weil ich so diese, ja, diese Filme wie The Road oder Serien wie Black Mirror irgendwie auch irgendwie schon immer spannend fand. Und irgendwie wollte ich halt auch mal so ein Szenario entwickeln. Grundsätzlich, ich habe nichts gegen Technik und ich habe nichts gegen technischen Fortschritt, weil der kann uns Menschen, glaube ich, helfen. So, ne? Also, ne, er könnte dabei helfen, dass wir bestimmte nervige Scheißjobs abschaffen, die wirklich nicht gemacht werden müssen, sodass sich Menschen vielleicht mal wichtigeren Dingen wieder zuwenden können und so weiter. Also technischer Fortschritt, da bin ich jetzt eigentlich im Prinzip überhaupt nicht gegen, aber Alexa ist halt, ja, es ist halt ein Luxusgegenstand, den ich halt auch nicht verstehe, weil irgendwie ich habe eh keinen Bock zu reden. Also wenn ich irgendwas wissen will oder so, dann tippe ich das ein irgendwie oder aber ich weiß ich nicht, dann immer so durch den Raum zu rufen, so und dann zu warten und hoffen, dass das jetzt verstanden worden ist, was ich da gesagt habe, das wär mir halt viel zu nervig so. Aber soll halt jeder machen, ne? Hast du so ein Ding? Nö. Also ich finde das interessant, dass das jetzt das uns schon oft begegnet ist in letzter Zeit, dass nur weil wir öfter Themen in unseren Texten anpacken, die dann auch einen ernsten Hintergrund haben, dann quasi angenommen wird, dass alles, was wir machen, einen ernsten Hintergrund hat und
wir aber letztendlich da wirklich einfach nur, wenn man so will, Science-Fiction-Fans gewesen sind, die eine Geschichte erzählt haben, die natürlich so nicht funktioniert, klar, aber für uns halt einfach in dem Moment Sinn gemacht hat. Also ich meine, ich kann es ja auch verstehen, ne? Und wir sind ja jetzt auch letztendlich eine Band, wo natürlich die halt immer meistens zumindest irgendwie eine Aussage trifft, ne? Und eine sehr, sehr deutliche Sprache spricht und so weiter. Ist ja vollkommen klar so, ne? Dass Leute dann auch immer hinter jedem Song natürlich irgendwie versuchen, eine Aussage zu erkennen. Das ist aber nicht so. Gerade jetzt so beim neuen Album wollte ich persönlich zum Beispiel einfach mal völlig krude, bekloppte Geschichten schreiben, die natürlich überhaupt nicht der Realität entsprechen. Und sofort kommen wieder irgendwelche Leute an und meinen irgendwie, aha, was meinen Sie denn damit? Also die NSA, in diesem Song geht es um die, ich habe nie die NSA erwähnt oder sonst was. Aber irgendwie will man bei uns natürlich dann immer irgendwie was sehen. Aber das ist halt einfach Humor, unser Humor auch irgendwie, ne? Und ja, aber wenn es so ist, dann machen wir halt, sind wir halt nicht mehr witzig.